Hier ist er wieder, der Mann mit dem Bart. Hallo. Und den großen orangen Händen, der irgendwo noch rumtrommelt. Ich schwöre, als ich dieses T-Shirt gekauft habe, da hatte ich keine Ahnung, dass ich jemals irgendwann ein Luftgewehr namens B-Man besitzen würde. Ja, und dazu kommt noch, dass die Dinger hängen bei mir ja in einer Reihe auf dem Garderobenständer und werden nach Zufall geangelt. Also im Sinne von, ich fange an einem Ende an und das kommt dann hinten wieder dran, sodass ich diese ganze Klotz an T-Shirts im Lauf der Zeit immer weiter nach vorne, wie so mit Rolodecks. Und das ist purer Zufall, dass es vorne hing. Deswegen weise ich extra darauf hin, das ist ja mein Kracher. Das ist bestimmt ein Omen. Das Omen, würde man sagen. So, B-Man 1048 heißt es, glaube ich, jawohl. Da fangen wir als erstes mal wieder damit an, den Zettel hier vom Tisch zu kriegen. 41 Euro habe ich dafür bezahlt. Das war definitiv einer meiner besseren Tage. Und es gibt eine PTB-Zulassung für das Ding seit 06/2016. Das nur, falls irgendjemand herausfinden will, was das für ein Baujahr sein könnte. Wie immer fange ich mal an. Nein, ich fange nicht damit an. Ich sage mal eben B-Man. B-Man ist eigentlich eine Handelsmarke, unter der zum Beispiel Diana-Gewehre in Amerika verkauft wurden. Mittlerweile ist auch B-Man eine aufgekaufte Marke, die einfach hier in Deutschland, also die Dinger kann man ganz normal noch neu kaufen, bei was weiß ich, 4,5 oder sonst wo, oder Franconia oder KZ oder wer immer die Dinger hat. Also, ich lese es euch vor. Model 1048, tierisch lange Seriennummer, Kaliber 4,5, Diabolo und ein F-Zeichen. B-Man 1040 Series, da ist ein B-Man Logo. So etwa an der Stelle, wo normalerweise ein Diana Logo gewesen wäre und auch nur auf einer Seite. Ob das deswegen irgendwas mit Diana zu tun hat, das sei jetzt mal ganz vage dahingestellt. Fangen wir doch ruhig hiermit an. Ne wahr. Ne, umdrehen, so rum. So, man sieht relativ deutlich, dass es hier Ausreißer gibt. Und zwar so eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 möglicherweise. Also jedenfalls eine 50% Ausreißerchance zur Seite. Das muss nicht am Gewehr liegen. Das kann auch daran liegen, ich schieße ja mit C-Fernrohr. Das wird drauf montiert, festgezogen, kurz eingeschossen, peng. Das kann immer sein, dass ich irgendwas nicht richtig angezogen habe, dass irgendwas wackelt. Also, ich habe nicht die Zeit und nicht Bock, irgendwie Tage und Wochen wirklich hart Tests zu machen. Es wäre also möglich, dass das nicht am Gewehr liegt, sondern schlicht am Zielfernrohr. Ich erwähne das nur. Ne? Die Entscheidung ist, überlasse ich euch selber. Es wackelt nichts. Das Einzige, was hier so klappert, ist wie immer hier unten die Stange. Ja, was soll ich sonst da groß zu sagen? Ich mache erstmal noch hier wieder die Schussleistung. Wie gesagt, alles, was ich hier vom Tisch habe, habe ich hinterher wenigstens nicht vergessen und muss es dann peinlich berührt nachtragen. Gewehr, B-Man 1048. So, Shot Count 14. Wieso habe ich nur 14 Schüsse gemacht? Habe ich da geschlafen? Oder war ich der Meinung, oh, ist ja eingeschossen, jetzt kann ich aufhören? Also ich habe offenbar 6 Schüsse zu messen vergessen. Na gut. 155 Meter Maximum, 146 Meter pro Sekunde Minimum, Durchschnitt 141, Spread 9 Meter pro Sekunde. Standardabweichung 2 Meter pro Sekunde, Mündungsenergie 5,5, 5,2, 5,4, 5,0, 5,4, 5,4, 5,3, 5,6, 5,5, 5,3, 5,5, 5,4, 5,2, 5,3. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, 5,2, 5,3 würde ich sagen als Durchschnitt. Völlig ausreichend. Also ich brauche nicht mehr. Ich habe gerne mehr, natürlich, aber ich brauche nicht mehr. Also nur Löcher hinterlassen sie alle und Pappe ist geduldig. So, außerdem habe ich ja immer eine gewisse Auswahl. Ne? Ich kann ja auch immer zu irgendeiner heißen Flinte greifen, wo man sagt, ja, die 7,5, die werden bis zum letzten ausgereizt, aber das muss ich halt nicht haben, um auf Pappscheiben zu schießen. Holz. Fangen wir mit Holz an. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Es ist halt dunkler. Ne? Normalerweise kriegt man heutzutage relativ helle Geschichten. Das hier ist richtig schön dunkel. Ich sehe jetzt schon wieder auf meinem Monitor,
dass so ein bisschen Grün dazu gemischt wird. Also das, man muss sich das noch ein bisschen dunkler, so Richtung Teak oder Mahagoni muss man sich das vorstellen. Was nachher bei der Nachbearbeitung wieder dabei rauskommt, kann ich nicht genau sagen. Aber diese Farbe, die ich jetzt hier auf meinem Monitor sehe, stimmt nicht. Es ist ein angenehmes, dunkles Farbtönchen. B-Man, das Logo. Das Ding hat, ja, sag ich mal, Benutzungsspuren, also Macken, Dellen. Ist nicht abgegriffen oder so, aber hat eben durchaus ein gewisses Leben hinter sich gebracht. Wir haben hier eine dicke, rutschfeste, weiche Schulterstütze, eine Schaftkappe. Wie immer weise ich darauf hin, dass es hier schön gerade abgeteilt ist. Man kann also was dazwischen legen. Maße. Sehr gut. Also passt für mich fast perfekt von der Länge her. Sehr schön. Das ist mal echt ein langer Schaft. Holz. Ja, es ist auch eine Menge Holz. Also auch wenn man vorne umfasst, man kommt hier echt nicht ans Metall, sondern man umfasst wirklich Holz. Eine feste Visierung ist nicht drauf. Demzufolge kann ich auch nichts dazu sagen. Das Ding ist von vornherein dazu gedacht, mit C4-Rohr geschossen zu werden. Der Abzugsbügel. Ja, der sieht drollig aus. Der ist viereckig, geriffelt, Kunststoff. Schön eingefräst, also ins Holz hineingefräst, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz, und zwar versenkt, da kommt man also garantiert nicht mit irgendwelchen Flunken dran. F und S für Fire and Safe, also hier ist eine von meinen beliebten vor dem Fingerabzügen, Sicherungen, automatisch natürlich. Ein Abzug, also ich behaupte mal, der ist aus Metall. Ja, der ist aus Stahl, und zwar U-Profil. Irgendwelche Schrauben zum Verstellen von irgendwas würde ich sagen, nein, da gibt es nichts zu verstellen, der zieht einfach ab, der Abzug. Metall. Wir haben eine 11mm Prismenschiene mit einem Zielfernrohrstopper, na, damit die Zielfernrohre nicht so auf Wanderschaft gehen. Das hier hinten ist einfach nur irgendwelches Geriffel, das hat nichts zu bedeuten. Geile Vision. Und wird euch bestimmt schon aufgefallen sein, ein blitzeblanken, glatten, schimmernden Lauf mit einem Rostpickelchen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube mich zu erinnern, dass der Lauf vernickelt ist. Der ist also nicht nur irgendwie poliert und dann hoffen wir mal, dass es nicht rostet, sondern der ist wohl mit Nickel überzogen. Dann halte ich euch nochmal wieder den Spitzer unter die Nase. Ich weiß, ihr liebt das, wenn Läufer auf euch zeigen, aber ihr seid ja nur eine Kamera. Ja, da sieht man das. Alles, was da vorne mit Löchern ist, ist nur Show. Das kann man natürlich den Leuten als Kompensator verkaufen oder so. Ne? Dann macht man Löcher durch den Lauf. Aber ganz ehrlich, das ist ein optisch nettes Gimmick. Ne? Wollen wir mal ehrlich sein, das ist... Ich habe auch dieses Ding nicht gekauft, weil ich gesagt habe, oh, ich brauche noch einen Knicker aus dieser Preisklasse. So, ich habe gesagt, das sieht ja abgefahren aus. Sowas hatte ich noch nie, ist für einen Kanal toll. Muss ich mal kaufen, dann verkaufe ich dann irgendwann mal wieder. Und ja, dann würde ich sagen, probieren wir mal aus, was hier so auf der praktischen Seite passiert. Ja, ich sag ja, ne? Daran kann man mir die Preisklasse schon mal gut erkennen. Also das habe ich noch nie erlebt. Das ist kein Knack, sondern ich schiebe den Lauf halt nach unten. Man hat so das Gefühl, da wäre überhaupt kein Kugelverschluss. Wahrscheinlich, weil der... Ah, die Kugel hat aber noch ordentlich Druck. Daran liegt es nicht. Wahrscheinlich, weil dieser Bull Barrel, ne? Der ist ja massiv, dieser Lauf. Der ist richtig dick. Wie dick eigentlich? Meine Zauberschublade bietet doch für allen möglichen Kasperkram hier irgendwelche Lösungen. Dieser Lauf ist... fast 20 mm dick. Ja, das wiegt schon. Also. Oh, ich wollte noch gar nicht ganz reinspannen. Habe ich aber schon. Ich kann das Gewehr nicht entsichern in gespanntem Zustand. Das heißt, ich kann es auch nicht abschlagen, ohne einen Diabolo abzuschießen. Dann müssen wir das jetzt mal tun. Interessanterweise ohne eine Visierung, die ich natürlich auf so eine kurze Distanz sowieso nie benutze. Also Diabolo hinein, einen winzig kleinen Bleibatzen, mit Handschuhen ist es eine besondere Herausforderung, zuklappen,
als würde ich das Ding zuklappen. Also man fühlt nicht, dass da irgendeine Kugel ist, die irgendwas hält. Dann bolzen die jetzt... Ach nee, jetzt muss ich erstmal entsichern. Hier mit dem Fingerchen, mit dem vorderen Finger. Funktioniert gut. Also kein übertriebener Widerstand, aber gut zu merken. Und gibt auch ein sauberes Klacken. Also das finde ich schon mal in Ordnung. Ja, normaler Vorzug. Hart. Härter. Peng. Das finde ich jetzt gar nicht schlecht. Der Abzug ist sehr direkt. Also kein Kriechen, kein Kratzen, sondern wenn man drückt, dann macht es irgendwann Peng. Finde ich gut. Also da hat sich irgendjemand Mühe gegeben. Jetzt versuche ich nochmal Geräusche zu machen. Kein Fauchen, kein Zischen. Einfach nur eine Sprungfeder. Jetzt probiere ich mal was, weil das Zuklappen hier so einfach geht. Also man kann das wirklich einmal von unten draufhauen. Kann man es öffnen, weil der Lauf so schwer ist. Aber man muss jedenfalls beim normalen Hantieren, muss man keine Sorge haben, dass einem der Lauf vorne plötzlich abfällt. Ja, wenn man es drauf anlegt, schafft man es aber. Okay. Also wir haben einen guten direkten Abzug. Gut immer betrachtet auf die Preisklasse. Ne? Also, ihr wisst ja, ne, das hier ist kein... Ach Mensch, ich muss ja erstmal spannen. Das hier ist kein wir retten die Welt Gewehr, sondern das ist halt Ei und Butterbrot. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Eine Sicherung haben wir, die entsichern wir jetzt, die Entsicherung. Ja, er steht immer noch auf Kilogramm, sehr schön. Dann schauen wir doch mal, wie viel Kraft man hier investieren muss. So, Vorzug. 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Gramm, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 Kilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 Kilo, 1, 2, 3,2 Kilo. Klingt nach viel, aber fühlt sich echt nicht so an. Eben weil dieser Abzug sehr, sehr, sehr direkt ist. Was soll man jetzt dazu sagen? Es ist für die Preisklasse ist der Abzug schon eher auf der guten Seite, würde ich mal sagen. Einfach weil nichts kratzt und nichts schraddelt, sondern man drückt und es macht Peng. Man muss ein bisschen drücken, verstellen kann man nichts, aber dann macht es eben auch Bautz, wie sich das gehört. Am besten fährt man damit nach Bautzen. Ich glaube, der Witz ist so flach, ich muss mir hier ein Phrasenschwein hinstellen. Fazit finde ich eigentlich gut. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe bestimmt nachgeguckt, was das Ding neu kostet, weil bevor ich irgendwas bei Igan kaufe und ich weiß nicht aus Prinzip, was das Ding neu kostet, gucke ich erstmal nach, gibt es das Ding noch neu und wenn ja, was kostet der Spaß? Ich glaube, mich an 200 ungefähr zu erinnern, aber guckt sicherheitshalber nochmal nach. Wer weiß, wie die Preisgestaltung ist, wenn ihr dieses Video seht. Das kann ja Jahre online stehen und plötzlich eines Tages ist alles anders und das gibt es gar nicht mehr oder so. Ich finde jedenfalls, der Abzug ist vollkommen okay. Das Holz ist okay, die Größe ist sowieso sehr okay. Das silberne Finish finde ich natürlich geil. Ich mag alles, was anders ist. Ja, die Mündungsbremse ist halt Show, aber nichts gegen Show. Auch wenn hier Neon dran wäre. Ne? Ich weiß, kenne Leute, die kriegen ein Herzkranzgefäß Katar. Wenn irgendwas neonbunt ist, habe ich gar kein Problem mit. Das Leben ist grau genug, lass doch mal irgendwas bunt sein. Ja. Da würde ich sagen, völlig okay. Gibt's was Besseres? Ja, klar. Ich habe mein Diana 75 damals bei Igan für 153 Euro gekauft. Das ist was Besseres. Das Problem ist, die kriegt man meistens eben nicht für 153 Euro. Und meistens zahlt man eher Richtung 200 dafür. Obwohl, auch dann ist man so auf einer Ebene mit sowas. Also man muss sich da schon überlegen, was man will.
Dafür ist natürlich eine Diana 75, muss man natürlich auch sagen, eine völlig andere Art von Gewehr, ne? Rrrrk. Diabolo rein, diese kleine Ladekuhle. Rrrrk, wieder zu. Die Optervisierung. Und natürlich ein Gewicht von über 5 Kilo. Während hier, ratsch, Diabolo rein, ratsch zu. Also Knicklaufgewehre haben einfach einen gewissen Spaßfaktor. Wenn es nicht auf Zehntel Ringe ankommt, sondern nur auf Zehntel Streichholzschachteln. Schießt ihr eigentlich auf leere Streichholzschachteln oder auf volle? Würde ich gerne mal wissen. Schreibt es am besten in die Kommentare. Wenn man auf volle Streichholzschachteln schießt, dann gucken bestimmt hinten so Knochensplitter raus oder sowas. Ich war auch mal jung. Ich habe auch so einen Scheiß früher gemacht. So, dann lassen wir es gut sein. Der Mann trommelt schon nach nur 15 Minuten wieder wild auf irgendwelchen Schießgewehren rum. Und die Tage schießt mir gerade so in den Kopf. Worte, die ihr jungen Leute eigentlich nicht mehr wirklich kennt. Und da schoss mir in den Kopf Knilch. Was ist das denn für Knilch? Knilch, kann man natürlich auch sagen, ist Knirsch mit chinesischem Akzent. Da würde auch Knilch dabei rauskommen. Aber ich weiß ja, manchmal denke ich so oft sowas rum. Ich habe mal im Fernsehen irgendwie eine kurze Reportage gesehen. Da sind eine Fußgängerpassage und haben so die jüngeren Leute gefragt, was bedeutet dies, was bedeutet das. Was für uns alten Knochen völlig normal war, so prosaische Sprache aus Anfang des letzten Jahrhunderts, ne, so ein bisschen Rammstein-mäßig, und da haben viele nur ein riesen Fragezeichen vorm Kopf gehabt. Die wussten, was Dünner-Kebab übersetzt heißt, aber die hatten keine Ahnung, was ein Knilch zum Beispiel wäre. Ja, oder eine Kombüse, oder Holter die Polter, oder Schnickschnack. Das sind so Sachen, die stehen jetzt nicht direkt im Dictionary drin. Okay, hier sehe ich übrigens noch, die ist vielleicht interessant einfach als Feinheit, Schlüssel. Da wurde ein Schlüssel angesetzt, ne, man konnte also den Lauf offensichtlich abschrauben. Und was ich interessant fand, hier drunter ist eine Madenschraube versenkt. Ich habe keine Ahnung, wofür die gut ist, weil ich glaube, dass der Lauf hier reingeschraubt wird und nicht, dass etwas in den Lauf damit festgehalten wird. Es könnte natürlich sein, dass hier mal irgendeine Art von Zubehör vorgesehen war. Aber wenn ihr wisst, wofür hier ein Loch drin sein müsste, das mit einer Madenschraube verschlossen wird, lasst es mich wissen. Ich bin da höchst interessiert. Ich bin ja auch nur am Lernen. Vielen Dank fürs Reingucken. Sagt wieder mal der Mann, der unablässig darauf pocht und nicht geradezu drauf herumreit. Mit einer gewissen Manie. Bis seine Kamera ganz alleine ausschalten muss. Und ich glaube, jetzt lese ich mir erstmal in Ruhe mein T-Shirt durch. Und weg.